Herzlich willkommen zu Dümo TV. Heute zeigen wir euch ein ganz besonderes Fahrzeug, welches wir immer im Programm haben, von dem Hersteller Pössl. Und zwar geht es um den Tuwin R Plus in der Black Edition. Und was das genau ist, das zeigt euch jetzt der Daniel. Tuwin R Plus heißt. Tuwin ist der Klassiker von Pössl. Das ist ein Kastenwagen auf 6 Meter Länge mit einem Querbett hinten und vorne einer gemütlichen Sitzgruppe, in der Mitte die Küche und die Nasszelle. Hinter dem R verbirgt sich das Raumbad. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch dann gleich im Fahrzeug. Und das Plus ist eine besondere Ausstattung von Pössl. Da sind viele Sachen, die man sonst einzeln bezahlen muss, schon im Paket mit dabei. Das heißt, wenn man einen Tuwin R Plus hat, kann im Prinzip die Optionsliste fast zur Seite legen. Es ist schon fast alles mit an Bord. Dieses Fahrzeug haben wir von Dümo jetzt noch ein bisschen gepimpt. Es präsentiert sich hier in der Black Edition. Die beinhaltet zum einen die 18 Zoll Alufelgen von unserem Geschäftspartner ORC. Wie man hier sieht, sind die sogar auch auf dem Leitfahrwerk möglich. Man muss also nicht unbedingt das Maxi- bzw. Heavy-Chassis nehmen. Als zweites haben wir dem Auto eine Markise spendiert, auch in Schwarz, passend zu den anderen Gimmicks. Und dazu den passenden Fahrradträger von Thule, auch natürlich in Schwarz, dass sich dann ein stimmungsvolles Gesamtbild ergibt. Zuerst bei Pössl und später dann auch bei allen anderen Mitbewerbern findet sich hier die Fliegentür. Und exklusiv bei Pössl die Zuziehhilfe. Ich brauche die Tür also nur leicht reinzulegen und sie zieht sich anschließend elektrisch ran. Außerdem haben wir eine Doppelaugen-Rückfahrkamera eingebaut. Eine Linse zeigt nach unten. Ihr könnt also beim Zurücksetzen genau die Ecken eures Fahrzeuges sehen. Falls eine Anhängerkupplung verbaut ist, seht ihr auch den Kugelkopf. Die zweite Linse beobachtet den rückwärtigen Verkehr, dient also als Innenspiegelersatz. Die Bildausgabe erfolgt entweder auf einem separaten Bildschirm oder in den meisten Fällen auf einem Radio mit integriertem Bildschirm. Der Tuwin R ist mit einem großzügigen Laderaum ausgestattet, der genug Platz für das Equipment bietet, sowohl Campingmöbel als auch die Sportausrüstung. Hinter dieser Klappe befindet sich der Gaskasten mit Platz für 2x11 Kilo. Und rechter Hand befindet sich der Frischwassertank mit einem Vorrat von 100 Litern. Und jetzt zeige ich euch, wie das Auto von innen aussieht. Das erste, was im Innenraum auffällt, ist die großzügige Sitzecke. Mit zwei Sitzen auf der gemütlichen Sitzbank, natürlich auch mit Gurten ausgestattet und den sehr bequemen Fahrerhaussitzen. Den Tisch kann ich vergrößern, dass ich also auch hier bequem sitzen kann. Die Stühle bzw. die Sessel lassen sich in der Höhe verstellen, sodass eigentlich jeder dann auch eine angenehme Sitzposition finden sollte. Die LED-Spots sind an einer Lichterleiste befestigt. Ich kann die Lampe also einfach hier rausdrehen und an jeder anderen beliebigen Stelle wieder neu befestigen. Außerdem gibt es für diese Lichtleiste unter anderem einen USB-Lader, den ich hier auch aufhängen kann und dort mein Smartphone oder mein Tablet aufladen kann. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, kriege ich in so einem kleinen Auto wie einem Kastenwagen denn auch nur ein Mäusekino als Fernseher rein? Ich zeige euch mal was. Kommt mal her. Pössl hat extra hier eine Nische gelassen, wo ich auch wirklich einen 22 Zoll Fernseher anbringen kann. Die Kabeldurchführung ist schon vorbereitet und hinter der Klappe habe ich Strom, sodass die Anschlüsse auch schon liegen. Die Heizung ist unter der Sitzgruppe verbaut. Dadurch erreicht man eine sehr gute Wärmeverteilung dort, wo man die Wärme haben will. Nicht etwa im Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer, wo ich mich aufhalte. Als nächstes zeige ich euch den fast schon klassischen Küchenblock im Pössl Tuwin R. Der besteht zum einen aus dem Zweiflammkocher. Endlich hat Pössl dem auch eine elektrische Zündung spendiert. Besonders praktisch ist die getrennte Glasabdeckung für Spüle und Herd, sodass ich immer genug Abstellfläche habe. Diese kann ich sogar noch erweitern, indem ich das Brett hier hochklappe. Darüber hinaus, das ist richtig gut, hat der Pössl diese großen Schubladen, wo ich
Teller, Tassen und so weiter, selbst für die Bratpfanne, gut reinbekomme. Die untere hat sogar Platz für aufrecht stehende Flaschen. Wer schon mal irgendwo Olivenöl aufgesammelt hat, weiß, wie wichtig das ist. Ich habe euch ja draußen gesagt, das R bei Touren R steht für das Raumbad. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Wir haben hier zwei Raumrouladen, eine frei bewegliche hintere und eine aufgewickelte vordere. Im Tagesgeschäft, im wahrsten Sinne des Wortes, benutze ich eigentlich immer nur die hintere. Wenn ich jetzt mal eben Pipi muss, ziehe ich die ganz rum und bin weg. Wenn meine Frau noch hinten liegt, gleiche Spielchen, mache ich die Tür so. Weil vorne habe ich ja dann nachts, wenn die Blase juckt, dann eh alles verdunkelt, sodass mir da auch keiner was wegguckt. Die vordere Jalousie brauche ich wirklich nur zum Duschen. Dann kann man sich hier wirklich komplett einsperren. Durch diese Konstruktion erreiche ich, dass hier im Durchgang mehr Platz ist. Ich komme also in würdiger Haltung hier durch. Und kleiner Nebeneffekt, der Kühlschrank wandert im Vergleich zum klassischen Tubin nach oben und ist insofern gut erreichbar. Der Vorhang bzw. die Jalousie ist natürlich nicht nur dafür da, um sich im Badezimmer einzusperren, sondern ich kann sie auch im Alltag nutzen. So, wenn ich mir erst auf dem Campingplatz bin bzw. meine Frau und sich mal eben ein neues T-Shirt anziehen möchte, habe ich sofort hier einen Blickschutz. Oder während der Fahrt kann ich die Tür auch zumachen. Die Lüftung muss dann entsprechend nur bis hierhin arbeiten. Ich halbiere also das Volumen des Autos. Und letzter Punkt, durch das Raumbad gewinnt das Bett nochmal 20 cm im Vergleich zum klassischen Tubin. Ich habe also hier mit 1,56 m mit das größte Bett seiner Klasse. Jetzt habe ich euch gezeigt, was der Tubin Air für ein toller Kasten ist. Das ist aber noch nicht alles, weil wir haben ja hier einen Tubin Air Plus. Was bedeutet das? Zum einen gehört zu der Plus-Ausstattung alles das, was normalerweise bei Pössl im All-In-Paket ist. Mit dem Beifahrer-Airbag, dem höhenverstellbaren Beifahrersitz und so weiter, über die Klimaanlage und die verstellbaren Außenspiegel bis hin zum Ladebooster, der mir auch bei Kurzstrecken wieder eine volle Aufbaubatterie beschickt. Darüber hinaus sind Sonderoptionen mit enthalten, die einzeln auf der Aufpreisliste stehen, wie die Radiovorbereitung, also Antenne, Kabel, Baum, Lautsprecher, das Lederlenkrad, der Tempomat, das LED-Tagfahrlicht und das Toilettenraumfenster. Erhältlich ist dieses Fahrzeug sowohl auf Citroën als auch auf Fiat ab 140 PS zu einem Grundpreis von rund 40.990 Euro. Damit ihr auch mal ein Gefühl dafür habt, was dieses Auto jetzt hier ganz konkret kostet. Dieses Fahrzeug ist ausgestattet mit dem 165 PS Motor, hat als Sonderausstattung die DAB-Antenne, das InDesign Elegance, den Alternativtisch, das Bedienteil CP Plus für die Heizung und die Punkte, die ich euch draußen schon gezeigt habe, also die Black Edition mit den Alufelgen, der Markise und dem Fahrradträger und kostet insgesamt 48.880 Euro. Und wenn euch das Fahrzeug und das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like und ich freue mich, euch dann bei der nächsten Ausgabe von Dümo TV wiederzusehen. Tschüss! Toll erklärt. Vielen Dank, Daniel. Das hat Spaß gemacht und ich überlege, ob ich mir selber auch einhole. Das war es auf jeden Fall bei Dümo TV für heute. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr uns dein Like hinterlasst und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr nächste Woche wieder zuschauen könnt bei Dümo TV. Bis dahin, ciao! Ihr denkt schon länger darüber nach, euch ein Wohnmobil anzuschaffen? Dann seid ihr hier genau richtig bei Dümo TV.